Ja, einen sehr wunderbaren guten Morgen möchte ich Ihnen wünschen. Sehr geehrter Herr Stadler, sehr geehrte Frau Maltri, liebe Referentinnen und Referenten dieses Fachgesprächs heute, dieses Fachtags, und liebe Gäste und liebe Freundinnen und Freunde. Ich freue mich sehr, dass ich Sie im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung und des Gunda-Werner-Instituts für Feminismus und Geschlechterdemokratie hier heute zu unserer Fachtagung Menschlich bleiben, Strategien im Umgang mit antifeministischen Angriffen auf soziale Arbeit begrüßen darf. Das ist für uns schon etwas Besonderes. Das Gunda-Werner-Institut beschäftigt sich viel und ausgiebig. Ich werde darauf gleich noch eingehen, mit all dem, mit was wir zu kämpfen haben, mit Angriffen auf feministische Errungenschaften, mit Rassismus, Homophobie, Xenophobie, Sexismus aller Art. Das ist eine Kernaufgabe des Gunda-Werner-Instituts. Und ich freue mich und ich möchte das wirklich betonen, es ist was Besonderes, dass wir hier in Kooperation mit der AWO uns wirklich intensiver damit beschäftigen, was es eigentlich in der Praxis heißt, mit all diesen Phobien und Angriffen auf die soziale Arbeit im Alltag konfrontiert zu sein. Wir lesen davon, wir hören davon, wir sprechen mit Ihnen, wir sind ja auch Teil eines Netzwerkes, aber ich glaube, dass es schon etwas ganz Besonderes ist, wenn wir Ihnen hier und wir mit Ihnen hier den Raum haben und den Raum zur Verfügung stellen, uns zuzuhören, was es wirklich in der Alltagspraxis bedeutet. Mit diesen Angriffen auf die soziale Arbeit aus rechtspopulistischen oder allen ideologischen, fundamentalistischen Ecken konfrontiert zu sein. Mich kennen Sie wahrscheinlich nicht so, weil ich bin die Frau hier in der Heinrich-Böll-Stiftung im Vorstand sehr stark für unsere internationale Arbeit verantwortlich und zuständig. Ich habe aber auch die Freude und das Vergnügen, die Chefin sozusagen zu sein fürs Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie. Und ich kann Ihnen sagen, nicht nur dieses Gunda-Werner-Institut, sondern auch die internationale Arbeit der Stiftung ist voller geschlechterpolitischer Perspektiven, mit denen wir auch unsere internationale Arbeit angehen. Dafür stehe ich, das vertrete ich. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich für die Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt bedanken. Es war eine gelungene Kooperation und ich denke, das wird sich heute auch im Laufe des Tages, denke ich, durch die Debatte und die Diskussionen mit Ihnen erweisen. Ich möchte Henning von Bargen ganz herzlich danken, der diese Tagung für das Gunda-Werner-Institut mit Ihnen vorbereitet hat. Super, dass du so sehr hier auch das Auge für die Praxis hast. Ich danke dir. Ja, wir alle sind sehr damit konfrontiert und müssen uns beschäftigen, dass wir antifeministische, nationalkonservative, rechtspopulistische und religiös-fundamentalistische Angriffe erleben, wie schon lange nicht mehr, und zwar Angriffe auf das, was Frauen und Feministinnen über Jahre hinweg in politischen Kämpfen errungen haben, nämlich mehr Gleichberechtigung, mehr Sensitivität dafür, wie nach wie vor Geschlecht eine zentrale Kategorie ist für Unterdrückung, soziale Ausgrenzung und Diskriminierung. Wir hören vom Genderwahn, wir sind angeblich die omnipotenten Feministinnen, die die Gesellschaft schon so durchdrungen haben, dass wir sie umerziehen wollen. Sie alle kennen diese Argumentation. Nun ist es so, dass Geschlechterverhältnisse und Sexualität in allen Gesellschaften und durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch ein Kampfplatz ist, ein Kampfplatz für Kämpfe, für aufgeladene Debatten. Das ist nichts Neues. Feministinnen sind es gewöhnt. Auch diejenigen, die sich mit Rassismen und Diskriminierungen beschäftigen, sind es gewöhnt, sich mit diesen Angriffen auseinanderzusetzen. Wir erleben diese Angriffe aber inmitten Europas. Wir erleben sie von rechtspopulistischen und rechtsextremen Kräften. Wir erleben aber auch, dass das, was ich diese Angriffe nenne und die Infragestellung geschlechterpolitischer und feministischer Errungenschaften nenne,
nicht nur in Europa stattfinden, sondern global. Wir haben davon als Heinrich-Böll-Stiftung nicht nur Ahnung, wir erleben das. Wir haben 33 Büros in aller Welt, Auslandsbüros. Und es ist vor allem der Angriff auf sexuelle und reproduktive Rechte, also auf das Abtreibungsrecht, was uns ganz, ganz große Schwierigkeiten in allen möglichen Ländern, vor allem auch in Lateinamerika, aber auch in Asien und in Afrika und in den arabischen Ländern natürlich ein großes Problem ausmacht. Und wir erleben natürlich weltweit den Angriff auf andere sexuelle Orientierungen als die heterosexuelle. Wir sind als Heinrich-Böll-Stiftung stark engagiert, die Menschenrechte von Lesben, Schwulen, Transgender und Intersexuellen zu stärken. Wir haben anlässlich einer Tagung letzte Woche im Auswärtigen Amt ein neues Webdossier lanciert, wo wir berichten, was es bedeutet in Russland, in der Türkei, in Uganda, in Indien und so weiter, mit dieser Kriminalisierung und Diskriminierung von sexuellen Lebensformen, die nicht der heterosexuellen entsprechend konfrontiert sind. Wir erleben, dass überall Rechtspopulisten, Rechtsextreme Erfolge feiern, politische Erfolge. Sie mobilisieren unter anderem eben genau mit dem, was Genderwahn genannt wird. Sie mobilisieren mit solchen Ideologien, wie dass wir zur natürlichen Ordnung zurückkehren sollen. Sie werben für die ganz traditionelle und klassische Vater-Mutter-Kind-Familie. Und sie sind sich alle einig, auch mit religiös-fundamentalistischen Gruppierungen, alle einig, dass sie die Abtreibung als Recht, das Recht auf Abtreibung ablehnen. Und sie ziehen zu Felde wie bei uns gegen die Homosexualisierung in der Schule, gegen Sexualunterricht und so weiter, weil wir sozusagen die frühkindliche Erziehung zu sexualisiert sei. Was wir erleben dabei ist, dass diese Rechtskonservativen und Rechtspopulisten sehr gut existierende antifeministische und antigeschlechterpolitische Ressentiments und Vorurteile, die durchaus auch in der Mitte der Gesellschaft existieren, sehr geschickt aufgreifen und damit ja auch Erfolg haben. Und ich denke, wir müssen uns nicht nur eben mit diesen rechtsextremistischen, rechtspopulistischen, fundamentalreligiösen Akteuren auseinandersetzen, sondern wir müssen uns eben genau auch mit diesem Erosionsprozess auseinandersetzen, der in der Mitte der Gesellschaft eben auch auf, sag's immer, fruchtbaren Boden fällt, im Sinne von, übertreiben es die Feministinnen nicht, haben wir nicht zu viel Gender Correctness in der Mitte. Und ich denke, damit müssen wir uns eben auch, also mit dem, was wir modernen Sexismus nennen, genauso auseinandersetzen mit dem, was der traditionelle Sexismus ist, den wir schon über Jahrhunderte kennen, auseinandersetzen. Ich freue mich, dass wir, und da wiederhole ich mich jetzt, dass wir uns genau hier und heute an diesem Tag damit auseinandersetzen wollen, wie mit diesen Trends und Tendenzen, die wir erleben, eigentlich die soziale Arbeit herausgefordert ist. Herr Stadler, Sie werden uns ganz bestimmt gleich berichten, was es bedeutet, mit diesen Tendenzen und Trends vor Ort in der Praxis, in der Beratung konfrontiert zu sein. Und ich hoffe, das steht ja auch hier, menschlich bleiben, dass wir vor allem uns hier während dieser Tagung und durch diese Tagung hindurch mit Strategien auseinandersetzen, wie wir mit diesen Angriffen produktiv umgehen können. Das Gunda-Werner-Institut setzt sich auseinander mit diesen globalen Trends auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir haben das Anti-Wiki, wir klären auf, wir informieren, wir stellen Räume zur Verfügung, zur Debatte wie hier und heute. Und wir sind ja vor allem auch Teil einer größeren Vernetzung, die ich für zentral halte und für erforderlich halte, wenn es uns gelingen soll, uns nicht nur Strategien im Kopf auszudenken, sondern Akteurinnen und Akteure zu haben, die mit uns dann auch bereit sind, diese Gegenstrategien um und durchzusetzen. In diesem Sinne wünsche ich uns wirklich eine produktive
anregende Debatte hier und freue mich, dass ich nun weitergeben kann an Herrn Stadler, den Bundesvorsitzenden der AWO, und nochmal herzlichen Dank dafür, dass wir hier heute an diesem Ort in dieser Stiftung kooperieren, und das tun wir ja auch davor und wir werden es auch danach wieder tun. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Frau Unmüßig, Ihnen auch erstmal recht herzlichen Dank für die netten Worte und für die gute Kooperation hier bei dieser sehr wichtigen Tagung, die wir gemeinsam durchführen. Ich begrüße auch recht herzlich Frau Maltri, richten Sie Herrn Klein die schöne Grüße aus. Er hat mir letzte Woche noch hoch und heilig versprochen, er kann, aber wir wissen, was im Ministerium los ist, werden Sie wahrscheinlich gleich erklären. Ich begrüße auch recht herzlich Andreas Höhlemann, auf den ich gleich noch kurz zu sprechen komme. Also, herzlichen Dank, dass wir diese Tagung gemeinsam hier durchführen können. Und ich möchte mich auch, Sie haben Henning von Bahn genannt, Frau Müssi, ich möchte Sarah Klaassen natürlich auch hervorheben, die auf Seiten der AWO sehr intensiv für diese inhaltliche Vorbereitung zuständig war. Veranstaltungen bedürfen aber nicht nur Menschen, die das inhaltlich vorbereiten. Man braucht auch, manchmal muss sich auch um Finanzierung kümmern. Und das hat hier heute einen besonderen Hintergrund. Wir hatten eine Kollegin, Mitarbeiterin, die bei uns im Bundesverband gearbeitet hat und dort für das Arbeitsfeld Frauen und Frauenpolitik zuständig war, Claudia Lisewski. Sie ist 2013 verstorben und sie hat den Finger immer dorthin gelegt, wo sie fand, dass sich die Welt und der Verband auch die AWO, und sie hat mich auch persönlich immer sehr stark angesprochen, in Bewegung zu setzen hat. Dank Ihnen, Herr Höhlemann, als Lebensgefährte von Claudia, dass Sie durch eine Spende auch diese Veranstaltung haben möglich machen können. Meine Damen und Herren, die Arbeiterwohlfahrt ist von einer Frau, einer sehr mutigen und kämpferischen Frau gegründet worden. Ich gehe da gleich noch kurz drauf ein. Und die Themen der AWO waren eigentlich immer die Themen der Frauen. Frau Unmüßig, Sie haben sich eben als die Frau im Vorstand vorgestellt. Jetzt steht hier vom dreiköpfigen Vorstand ausgerechnet der Mann des Vorstandes der AWO. Ich mache das aber sehr gerne und wir wollten damit auch deutliches Zeichen setzen. Also die Kolleginnen wären auch sehr gerne gekommen, aber sie haben den Mann diesmal geschickt. Genau. Für mich, und deshalb war es auch für mich wichtig, dass ich das selber gemacht habe, ist der Bereich Frauen- und Gleichstellungspolitik wirklich ein elementares und sehr wichtiges Arbeitsfeld auch für die Gesellschaft und auch für die AWO. Und Feminismus bedeutet nicht nur die Emanzipation der Frauen, sondern eine Überwindung überkommener Rollen- und Aufgabenverteilung. Insoweit müssen wir alle gemeinsam an dem Thema arbeiten und insoweit wollte ich auch ein Zeichen setzen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Antifeminismus ist kein neues Phänomen. So schrieb die Schriftstellerin Hedwig Dohm in ihrem Buch Die Antifeministen, ein Buch der Verteidigung im Jahr 1902. Die Frauenfrage in der Gegenwart, Sie haben auch auf die Historie angesprochen, ist eine akute geworden. Auf der einen Seite werden die Ansprüche immer radikaler, auf der anderen die Abwehr immer energischer. Dieses Zitat können wir auf die heutige aktuelle politische Lage mit der deutlichen Zunahme an antifeministischen Übergriffen, beispielsweise im Netz, der Verschiebung des öffentlichen Diskurses nach rechts, etwa was die Fragen der Einwanderungsgesellschaft oder der Verschränkung von Rassismus und Sexismus in der Debatte um sexualisierte Gewalt nach den Vorfällen in Köln Silvester 2015-16 betrifft, genauso anwenden. Antifeministische Angriffe im Kontext der sozialen Arbeit ist ebenfalls ein altes Phänomen. Angriffe als Reaktion auf feministische Forderungen und Erfolge waren schon in der Weimarer Republik zu beobachten, also in der Zeit, als die AWO gegründet wurde, als die ersten Eheberatungsstellen eröffneten. Diese boten damals unter anderem Informationen zu Sexualität und Verhütung, beides ein Dorn im Auge konservativer Kräfte. Als die zweite Welle der Frauenbewegung in Deutschland in den 1970er Jahren das Thema Gewalt in Partnerschaften enttabuisierte und die ersten Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen entstanden, war der Widerstand erwartungsgemäß groß. Frauen wurden in geschützten Raum darin bestärkt, Alternativen jenseits ihrer von Gewalt geprägten Beziehungen zu suchen und sich neue Perspektiven aufzubauen. Antifeministen lasen das als Angriff auf die Institution der Ehe und damit auch auf die Familie.
will jetzt gar nicht auf die aktuelle Situation eingehen. Das wird sicherlich im Verlauf der Veranstaltung stattfinden. Wenn wir ins Wahlprogramm der AfD reinschauen, haben wir dort genügend Hinweise, welche Richtung es aus deren Sicht gehen sollte. Feministische soziale Arbeit und als solches beispielsweise die Arbeit von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und Frauenhäusern der AWO aufgebaut, musste seit ihren Anfängen also immer um gesellschaftliche Anerkennung und damit auch um Finanzierung kämpfen. Heutzutage sind durch die zunehmende Sichtbarkeit sexueller Orientierung und Geschlechtsidentitäten neue Themen und vor allem stärkere Bedarfe nach Information und Beratung durch Angebote in der sozialen Arbeit hinzugekommen. Es geht in der feministischen sozialen Arbeit nicht mehr allein um die Unterstützung der Selbstbestimmung und Freiheit von Mädchen und Frauen, Freiheit in der Durchsetzung der eigenen Lebensentwürfe und Selbstbestimmung in allen Angelegenheiten des eigenen Lebens. Vielmehr muss es darum gehen, dass alle Personen unabhängig von Geschlecht, Sexualität, Herkunft, Bildung, Klasse, Alter, körperlicher Befähigung den gleichen Zugang zu einem abgesicherten und selbstbestimmten Leben haben. Mitglieder der identitären Bewegung, die Frauenhäuser belagern und die Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen belästigen, selbsternannte Lebensschützerinnen, die Frauen auf der Suche nach Unterstützung vor einem Besuch der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle abhalten wollen, besorgte Eltern, die keine offene und vielfaltsbewusste Erziehung ihrer Kinder in der Kita oder Schule wollen, Hasskommentare im Netz gegen Kolleginnen, die sexualpädagogischen Angeboten für geflüchtete Männer in Beratungsstellen anbieten wollen, AfD-Abgeordnete, die in Sozialhilfeausschüssen die Finanzierung von Frauenzufluchtswohnungen in Frage stellen. All diese Nachrichten haben mich und uns in den letzten Jahren zunehmend besorgter gemacht. Die müssen wir als Verband und als Gesellschaft entschieden entgegentreten, wenn wir uns als Demokratie ernst nehmen. Mit dem heutigen Fachtag stellt sich die Arbeiterwohlfahrt in die Tradition, ich habe sie schon erwähnt, ihrer Gründerin Mari Juchacz. Diese spielte eine zentrale Rolle in der Erkämpfung des Frauenwahlrechts und sprach als erste weibliche Abgeordnete in einem deutschen Parlament. Geprägt durch ihre eigenen Gewalterfahrungen in der Ehe und das anschließende Leben in einem nicht traditionellen Modell, Familienmodell, sie zog ihre beiden Kinder gemeinsam mit ihrer Schwester auf, verankerte Mari Juchacz einen emanzipatorischen Ansatz in die freie Wohlfahrtsarbeit und richtete das Handeln der AWO nach den Werten Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit aus. Und genau diese Werte, das will ich aktuell sagen, werden zurzeit oder sind schon in Stahl gefräst worden. Es wird nämlich Mitte August am Mehringplatz ein großes Denkmal für Mari Juchacz entwickelt werden, wo man ihr Bild sieht und diese Werte, die ich gerade genannt habe. Sie werden sicherlich hören, wenn diese Veranstaltung, die Eröffnung stattfindet, sind herzlich eingeladen. Diese Werte dienen uns auch heute noch als Richtlinie unseres eigenen professionellen und fachpolitischen Handelns. In diesem Sinne wollen wir mit dieser Fachtagung zweierlei erreichen. Erstens die Fachkräfte in unseren Einrichtungen und Diensten stärken im Umgang mit antifeministischen Angriffen und ihnen zeigen, dass wir die Bearbeitung dieser Themen als elementar für unseren Verband erachten. Zweitens im Sinne des Tagungstitels menschlich bleiben, an unsere Werte erinnern, unser Handeln jeden Tag aufs Neue auf die Menschen ausrichten, für die wir tätig sind und die ein Recht darauf haben, in ihrer Vielfalt und in ihrem ganz eigenen persönlichen Lebensweg Hilfe und Unterstützung zu erfahren. Ich wünsche Ihnen eine wirklich interessante Tagung und freue mich, Frau Maltri, jetzt auf Ihr Grußwort. Dankeschön. Oh, Entschuldigung, ich habe es unseren Stuhl gestärkt. Gell? Tut mir leid. Liebe Frau Unmüßig, lieber Herr Stadler, Herr von Wagen, meine Damen und Herren, steht da schon wieder eine Frau. Ich muss Sie um Verständnis bitten, denn Sie haben jetzt Herrn Staatssekretär Kleindieck erwartet, der fest zugesagt hatte, wir hatten es von Herrn Stadler auch gehört, heute zu kommen. Das war ihm eigentlich sehr wichtig, aber Sie wissen alle, dass wir spannende Tage in unserem Ministerium erleben, die nicht so ganz einfach sind, was die Terminplanung angeht, denn durch unseren Ministerinnenwechsel gibt es tatsächlich sehr viele Änderungen im Terminkalender der Hausleitung und deswegen stehe ich heute hier. Ich freue mich sehr, weil wenn der Chef ein Grußwort hält, dann hätte ich keine Chance gehabt, hier auch herzukommen. Von daher, ich freue mich, dass ich da sein darf und dass ich ein paar Worte zu Ihnen sprechen darf. Was ich aber auf jeden Fall nicht vergessen möchte, ganz herzliche Grüße von Herrn Dr. Kleindieck. Ich nehme an, dass er mich nachher auch anrufen wird und fragen wird, weil ihm das Thema sehr am Herzen liegt.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, aktuell werden unsere Nachrichten immer häufiger bestimmt durch Berichte über Hass, Terror und Gewalt. Ich finde es deswegen sehr gut, dass es immer auch noch ein anderes Thema in der öffentlichen Wahrnehmung gibt, nämlich, dass sich viele Menschen für unsere Demokratie, für den Zusammenhalt im Land und für das gesellschaftliche Miteinander einsetzen. Wir alle wissen aber, dass Zusammenhalt und Solidarität nicht einfach da sind. Sie entstehen und bleiben bestehen, weil Menschen sich dafür einsetzen und täglich dafür arbeiten. Und ich denke hier ganz besonders an die, die in den Berufen der sozialen Arbeit, in den Gesundheitsberufen, in den Erziehungs- und Bildungsberufen arbeiten. Was sie alle für unser gesellschaftliches Miteinander über alle Generationen hinweg leisten, ist mit wenigen Worten in diesem Grußwort in keiner Weise angemessen zu beschreiben oder gar zu würdigen. Umso weniger ist es zu ertragen, dass ausgerechnet gerade sie, wir haben es gehört, häufig antifeministischen Attacken und Anfeindungen ausgesetzt sind. Die Heinrich-Böll-Stiftung und mit ihr das Gunda-Werner-Institut beobachten antifeministische Tendenzen in unserem Land seit geraumer Zeit. Ganz herzlichen Dank dafür und auch dafür, dass Sie heute hier uns allen Interessierten und vielleicht auch Betroffenen ein Forum zum Austausch bieten. Auch uns in der Abteilung Gleichstellung, ich bin stellvertretende Abteilungsleiterin in der Gleichstellungsabteilung, beschäftigt dieses Thema sehr, wie Sie sich denken können, denn die Anfeindungen durch antifeministische Petitionen, Pamphlete und Positionen gegen die Gleichstellungspolitik des Hauses und ihrer Repräsentanten und Repräsentantinnen untergraben tatsächlich langfristig die mühsam errungenen Erfolge in der Gleichstellungspolitik. Allerdings wissen wir auch, und das beruhigt uns etwas, dass diese Einstellungen tatsächlich nur von einer kleinen Minderheit geteilt werden. Eine aktuelle Studie unseres Hauses mit dem Titel Männerperspektiven auf dem Weg zu mehr Gleichstellung vom Delta-Institut von Herrn Professor Wippermann, die auch draußen ausreichend ausliegt, die ganz neu ist, die ist Ende letzten Jahres erschienen, zeigt nämlich, dass fast 80% der Männer die Gleichstellung tatsächlich für sehr wichtig halten, gerade auch im Hinblick auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Die Mehrheit der Männer, sagen die aktuellen Zahlen, fordert tatsächlich eine aktive Gleichstellungspolitik mit dem Ziel der sozialen und ökonomischen Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern. Interessant ist diese Studie ganz besonders auch im Hinblick auf die Ergebnisse zu den Antifeministen. Sie hat nämlich erstmals maskulistische Strömungen identifiziert, quantifiziert und auch gesellschaftlich verortet. In der männlichen Bevölkerung hat der engere, harte Kern der Maskulisten tatsächlich nur einen Anteil von 1%. Der etwas weitere Kreis einen Anteil von rund 5%. Darüber hinaus sind allerdings knapp 35% der Männer für einzelne maskulistische Einstellungen oder Facetten durchaus empfänglich. Ein Drittel, ein bisschen mehr als ein Drittel. Männer mit diesen Einstellungen sind allerdings nur zu einem Bruchteil vernetzt und organisiert. Ihr Mobilisierungsgrad ist marginal. Leider haben aber, und das hat auch die Studie gezeigt, diese Männer die extreme und nicht zu erschütternde Einstellung, dass Gleichstellungspolitik nur ein anderer Name für ausschließliche Frauenförderung und damit Männerdiskriminierung ist. Als Beleg dafür habe ich Ihnen einige Antworten von Männern mitgebracht, die wir in qualitativen Interviews im Vorfeld unserer Studie erfragt haben und die abgegeben wurden. Das sind dann so schöne Sätze wie: Frauen sind von der Politik genug gefördert worden, jetzt sind endlich wir Männer dran. Oder: Durch die gesetzliche Regelung für mehr Frauen in Führungspositionen werden Männer benachteiligt. Oder: Also ich könnte das jetzt beliebig fortsetzen, aber nur noch eins. Sogenannte Gender Studies sind pseudowissenschaftlich und reine Ideologie. Meine Damen und Herren, diese Milieudiagnose macht deutlich, dass Maskulismus keine bildungsschichtspezifische Weltanschauung oder Protesthaltung ist, sondern leider schichtübergreifend Anhänger und Anhängerinnen findet. Demografisch haben der engere Kern und der weitere Kreis von Männern mit dieser Überzeugung im Übrigen, und das finde ich auch ganz interessant, einen Altersschwerpunkt von 40 bis 60 Jahren. Spannend ist auch, und deswegen haben wir das auch erfragt, ist auch ganz besonders, wie häufig maskulistische Einstellungen bei Frauen verbreitet sind. Und ich beziehe mich hier wieder auf diese Studie von Herrn Professor Wippermann.
Tatsächlich gehört nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Frauen zu den maskulistischen, engeren harten Kern, tatsächlich nur 0,1%. Zu dem etwas weiteren Kreis sind es auch nur 1,4%. Allerdings sind knapp 16% der Frauen empfänglich für maskulistisches Gedankengut. Wenn man das liest oder in Ihrem Fall jetzt hört, muss man sich aber immer wieder klar machen, und deswegen ist es mir wichtig, das auch nochmal zu wiederholen. Die Mehrheit der Männer ist keineswegs gegen eine Politik der Frauenförderung. Aber, und das merken wir in der politischen Arbeit und darauf kommt es auch an, Gleichstellungspolitik muss Frauen und Männer im Blick haben. Ich denke, wir brauchen deswegen auch einen erweiterten Blick auf die Bedürfnisse und die Vielfalt der Männerrollen, zum Beispiel die als Väter in der heutigen Gesellschaft. Gleichstellungspolitik explizit an Männer zu adressieren oder auch an Männer zu adressieren, ist, das muss ich gestehen, ein relativ junger politischer Ansatz in unserer Abteilung Gleichstellung. Wir haben allerdings seit 2008, Herr Spitzer, seit 2008 in unserer Abteilung ein eigenes Referat mit dem Titel Gleichstellungspolitik für Jungen und Männer. Und ich kann hier vielleicht kurz einen Satz dazu sagen. Die Kollegin, die das Referat leitet, ist seit Beginn dieses Referates, nachdem sie die Leitung übernommen hat, tatsächlich auch vielen Angriffen ausgesetzt, die nicht schön sind, wo wir erstmal nichts dagegen tun können, aber ich glaube, gerade in den Anfangsjahren war das für sie sehr erschreckend und sie hat auch sehr drunter gelitten. Ich denke aber, dass dieses Referat sehr wichtig ist und ich freue mich sehr, dass das bei uns in der Abteilung mittlerweile wirklich fest angesiedelt ist, denn ich denke, wir können mit diesem Referat auch den maskulistischen Tendenzen etwas entgegensetzen, indem wir nämlich dort versuchen, für jeden verständlich zu übersetzen und darzustellen, welche positiven Effekte Gleichstellungspolitik gerade auch für die Männer hat. Männer und Frauen in ihrer tatsächlichen Vielfalt zu unterstützen, ist aber nicht nur eine Aufgabe der Politik, sondern auch Bestandteil ihrer ganz konkreten, geschlechtersensiblen pädagogischen Arbeit im Alltag. So sollen zum Beispiel Kinder und Jugendliche in der Kita oder in der Jugendarbeit Vielfalt kennenlernen. Genau das wollen aber die Antifeministen stören und verhindern. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie alle meiner Ansicht sind, dass statt Angriffen, die oft bis zu persönlichen Diffamierungen reichen, Frauen und Männer in der sozialen Arbeit den gesellschaftlichen Respekt, Anerkennung bekommen sollen, die sie verdienen. Mir ist es deswegen auch sehr wichtig, Ihnen zu versichern, dass die Bundesregierung das Thema Aufwertung der sozialen Berufe tatsächlich auf dem Schirm hat, schon seit längerer Zeit, und wir bleiben da hartnäckig dabei, um zu dieser Aufwertung zu kommen. Denn es ist meines Erachtens nicht mehr zeitgemäß, um ein Beispiel zu nehmen, dass sehr häufig zum Beispiel für die Ausbildung Schulgeld bezahlt werden muss und keine Vergütung, nur weil es sich um einen sozialen Beruf mit schulischer Ausbildung handelt. Darüber müssen wir reden, mit allen gesellschaftlichen relevanten Gruppen. Denn ich bin schon der Ansicht, dass es eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung ist, die wir gemeinsam meistern müssen und die zum Ziel haben muss, dass die Berufe den Stellenwert bekommen, der ihnen zusteht. Sie alle wissen, dass der Bedarf an Fachkräften im Sozialwesen wächst. Und wenn wir die hohe Qualität der Arbeit in diesen Bereichen aufrechterhalten wollen und weiterentwickeln wollen, brauchen wir dafür auch die richtigen Fachkräfte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Politik und Gesellschaft sind, davon bin ich fest überzeugt, gefordert, dafür zu sorgen, dass die Errungenschaften der Gleichstellungspolitik nicht zurückgedreht werden, sondern dass weiter daran gearbeitet werden kann. Dazu müssen wir aber aktiv jeder Verunglimpfung entgegentreten. Wichtig ist es, und darum darf ich immer alle bitten, wenn ich die Gelegenheit habe, so ein Grußwort zu halten, ist, dass es eine gemeinsame Anstrengung von Politik und Gesellschaft, vom Bund, den Ländern, den Kommunen und vor allem auch der Zivilgesellschaft sein muss. Ich habe mich sehr gefreut über die Zahl der Interessierten und Teilnehmenden auf dieser Veranstaltung, denn es macht deutlich, es ist richtig, sich auszutauschen, sich zu vernetzen und die wichtigen Themen anzusprechen und gemeinsam zu diskutieren. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Veranstaltung. Ihnen gute und interessante Beratungen. Ich bin sehr gespannt auf die Ergebnisse. Vielen Dank.
Dankeschön. Sehr geehrte Frau Unmüssig, lieber Herr Stadler, sehr geehrte Frau Maltri, lieber Herr Hüllemann, lieber Henning, liebe TeilnehmerInnen. Mein Name ist Sarah Klaasen, ich bin Referentin für Frauen und Gleichstellung beim AWO-Bundesverband und ich möchte Sie gemeinsam mit Henning von Bargen ebenfalls sehr herzlich zu unserem Fachtag begrüßen. Die Idee zu diesem Fachtag ist aus einem Telefonat geboren, welches ich im Dezember 2016 mit einer AWO-Kollegin geführt hatte. Diese berichtete mir von einer sexualpädagogischen Veranstaltung in den Räumen einer Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle für geflüchtete junge Männer, die unter Polizeischutz gestellt werden musste, da sich im Vorfeld der Veranstaltung diverse Drohungen in der Beratungsstelle eingegangen waren. Dieser Vorfall ist leider kein Einzelfall gewesen. Die Angriffe richten sich zum einen gegen ein weites Spektrum an sozialarbeiterischen Angeboten, Kitas, Frauenhäuser, Erziehungsberatungsstellen, Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen. Und zum anderen sind sie selber sehr vielfältig, von Drohungen am Telefon, per Mail, per Post und direkt vor der Tür war schon alles dabei. Das Gunda-Werner-Institut hatte 2016 bereits die sehr gut besuchte Veranstaltung Gegnerinnenaufklärung durchgeführt und so schien es Henning und mir sehr naheliegend, das bereits vorhandene Wissen auf die soziale Arbeit anzuwenden. Es hat mir viel Spaß gemacht, die Idee zu einem Konzept weiterzuentwickeln und den Fachtag bis zum heutigen Tag gemeinsam vorzubereiten. Dir, lieber Henning, nochmal vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Das Wissen um das Phänomen des Antifeminismus oder besser gesagt der Antifeminismen ist bis heute in der Sozialarbeitswissenschaft kaum hinreichend bearbeitet. Ich möchte im Folgenden ganz kurz aus der einzig mir bisher bekannten ausführlichen Studie von Hanna Ringhofer aus Österreich aus dem Jahr 2015 zum Thema Antifeminismus und soziale Arbeit einige Erkenntnisse zitieren. Die Autorin hat für ihre Arbeit qualitative Interviews mit MitarbeiterInnen aus Einrichtungen der sozialen Arbeit geführt und sie zu ihren Erfahrungen mit AntifeministInnen befragt. Vorab stellt sie fest, dass ähnlich wie in Deutschland das Feld der AntifeministInnen sehr heterogen ist. Gleichwohl konzentrieren sich die AkteurInnen in ihren Aktionen neben Angriffen auf Frauen, die sich öffentlich feministisch oder frauenpolitisch äußern, vor allem auf MitarbeiterInnen der sozialen Arbeit, die in Frauenhäusern oder Frauenberatungsstellen arbeiten oder Frauen mit Kindern nach Trennungen beraten. Neben dem Thema Abtreibung scheint das Thema häusliche Gewalt und Trennungsscheidung mit danach zu regelnden Umgangsfragen für gemeinsame Kinder im Fokus zu stehen. Allen interviewten Frauen war das Thema Antifeminismus geläufig und sie oder KollegInnen ihrer Einrichtungen waren selber schon einmal Zielscheibe antifeministischer Angriffe geworden. Zum einen fanden Störungen bei Veranstaltungen und Pressekonferenzen statt, die sie ausrichteten. Zum anderen gab es, wie schon vorher beschrieben, direkte Angriffe in Form von Drohmails, Telefonaten oder der Veröffentlichung von Namen in einschlägigen maskulinistischen Foren. Eingebettet in einen wahrgenommenen gesellschaftlichen Backlash, in dem es den interviewten Frauen schwieriger vorkam, ihre politischen Anliegen öffentlich zu äußern, geschweige denn dafür politisches Gehör zu finden, hatten diese Angriffe auch Auswirkungen auf die tägliche Arbeit. Das empfundene Gefühl der Bedrohung, sowohl für die eigene Arbeit und die eigene Person, als auch für den Schutz der Klientinnen, führte zu einem Bedürfnis etwa nach Polizeischutz bei Veranstaltungen und teilweise auch zu einem Rückgang der so notwendigen Öffentlichkeitsarbeit, weil der Aufwand, sich abzusichern, Schutz herzustellen, zu groß für die Einrichtungen war. Die interviewten MitarbeiterInnen beklagten weiterhin einheitlich zum einen ein mangelndes Wissen um antifeministische AkteurInnen, Argumentationslinien und Strategien. Weiterhin fehlte ihnen eine klare Haltung der Politik und oftmals auch ihrer Geldgeber für Frauen-Menschenrechte und für die von ihnen geleistete feministische soziale Arbeit. Schlussendlich wünschten sie sich eine bessere Vernetzung mit anderen KollegInnen und die Entwicklung gemeinsamer Strategien im Umgang mit antifeministischen Angriffen. Feministische soziale Arbeit, das haben wir vorhin ja auch schon gehört, ist zu ihren Anfängen sehr eng mit der Frauenbewegung verbunden gewesen und teilweise aus ihr hervorgegangen. Wir müssen nur an die ersten Frauenhäuser denken, die von gewaltbetroffene Frauen für gewaltbetroffene Frauen gegründet haben und die erst nach und nach zu Einrichtungen der sozialen Arbeit wurden. Heute erscheint es mir, vor allem im Hinblick auf das Erstarken antidemokratischer, rechtspopulistischer und antifeministischer Kräfte, sehr wichtig, den Kontakt zwischen sozialer Arbeit und politischer Praxis zu halten und teilweise vielleicht auch wieder mehr zu intensivieren. Mit dem heutigen Fachtag wollen wir einen ersten Schritt in diese Richtung unternehmen. Ich freue mich sehr auf eine anregende Veranstaltung. Vielen Dank.